Und weiter. Ich habe immer das rote Flipzeichen immer im Augenwinkel, damit ich sehen kann, wann meine Platte voll ist. Weil das will ich eben möglichst vermeiden. Da bist du, Bastard! Schlaf schön. Filter, Muni, Medipacks, alles, was ich brauche. Muss ich hier runter? Ich denke nicht. Bei. Ah, Filter. 23 Minuten Filter, ja, nice. Ach, da. Das wird doch zerbrechlich. Das verwirrt mich jetzt, aber okay. Ich war hier drin wohl falsch. Bei dem habe ich mich tatsächlich erschrocken. Als er da aus dem Bogen gesprungen kam. Bin schon beinahe was gerufen, aber das habe ich mir nur verkneifen können. Hat kurz ausgerüstet, ist da was gelegen. Aber krass, ich finde es schon versucht haben, hier durchzukommen. Lol, ja sicher. Komm her. Bitte seh mich nicht. Ja, warm. Gib ihm, gib ihm. Da war es hinter sich, oder? Ach cool, Wurfmesser können die spawnen. Weißt du was? Allein für die Nachwelt, ne? So. Sind immer vorbeikommt und wieder denkt, dass ich das hier getötet habe. Ha! Was bist du denn für ein hässliches Mistvieh? Na egal, was du bist tot. Das ist unglaublich, ey. Ich kann nirgendwo diese beschissene Gasmaske abnehmen. Das Untergrundlager war ein furchteinflößender Ort. Und ich hatte keine Idee, wo oder was ich suchen sollte. Aber ich wollte nicht daran denken, dass meine Bemühungen nichts brächten. Wir finden's raus. Laden. Wir haben. Ja, sehe ich schnell, hier die Schrotflintenmunition ausgeht, deswegen habe ich mir vorhin noch so viele für gekauft.
Boah, ich muss eh keine Gasmaske tragen. Hammer. Scheiße. Ich dachte, dass wir da drüben es schaffen, da auf dem Stein zu landen, aber egal. Shit. Fuck, ich wollte dich nicht stören. Ich wollte dich doch nur leise ermorden. Immer so nachtragend, diese Viecher. Happy, happy, Mistviecher. Freddy, mein Bruch. Und die Frames brechen wieder ein. Das ist unglaublich, wie schnell die Frames bei mir absacken können. Nicht weiter, bis dieser Frame-Einbruch weg ist. Gut. Ja, komm! Ja, komm! Du musst keine Angst haben. Ich lass dich hoch, damit du stirbst! Ein Stiefel. Idiot. Ach, guck mal, wie putzig der schläft. Dann stören wir mal nicht, ne? Da drin davon machen wir wahrscheinlich eine Menge lernen, ne? Komm, wir lassen ihn schlafen. Aber im Tiefschlaf! Der steht nicht mehr auf. Gott, ey. Hab ich mich erschreckt. Es hat ja nur gehabt, wie ich auch einatme, wenn ich mich erschrecke. Irgendwie so. Total komisch, ey. Bei mir spann ich voll die, Beine an. Das heißt, ich krieg, wenn ich mich erschrecke, kann es sein, dass ich voll den Krampf in meinen Beinen krieg und dann Schmerzen habe.
Bam, bin ich gut, ey. Komm, brich ein. Ach ja. Süße Träume, Drecksack. Oh ja. Der automatische Schrotzsystem macht das Leben leichter. Das heißt, man hätte sich auch so ein bisschen um ihn rumschleichen können, aber Schleichen ist in dem Metrolast-Light echt ein Bereich für mich, ansonsten kann ich nicht schleichen. Ziemlich wackelig gebaut hier. Ah, ein Clip. Eine leere AK. Wo der Kolben abgeschraubt worden ist. Keine Ahnung, wo es da hingeht. Was ist das? Auch Sicherheitstrakt steht da oder irgendwas in der Art. Ich kann kein Russisch. Egal, wir gehen mal rein. Zu. Na dann, lass mal sehen. Nach was suchen wir denn? Fangen wir doch einfach mal hier an. Das? Nein. Nein, nein, nein. Hier? Nein. Auch nichts. Verdammt, wo ist es denn? Ah. Ach, scheiße. Nein. Ach, verdammt. Wo ist es denn? Es ist doch alles scheiße. Wo ist es? Was ist das? Ach, nee. Ich geb's jetzt... Ach, nee. Komm, einfach noch und dann. Ah. Da bist du ja. Du kommst mit mir. So, alles ruhig. Keine Affen. Oh, schnell weg hier. Ich hatte die D6-Dokumente gefunden, aber Miller war nicht zurückgekehrt. Ohne seine Hilfe war ich mir nicht sicher, ob ich lebendig aus der Bibliothek herauskam. Aber alles hing davon ab. Na dann. Und warte, hoch. Ist aber... Ah, warte. Na, so. Okay. Na, da ist der Affe. So, warte. Ja, so jetzt... Ja, oben, endlich. Na, wo bleibt das Taxi? Oh nein. Ah, tut das gut, dich zu sehen. Na dann. Wo geht es denn hin? Zur Kirche. Adjon, klingelt es bei dir, wenn du den Namen Khan hörst? Er hat uns geholfen, dich zu finden. Ich weiß noch immer nicht, wie er das geschafft hat. Hey, wie wäre es mit etwas Wasser? Klar, machen Sie sie an. Zwischenzeit schaue ich mir mal die Dokumente an, die du mitgebracht hast.
So. Ich würde mal sagen, wir gehen noch kurz einkaufen und dann beende ich auch die Aufnahme, weil ich fast keinen Festplattenspeicher mehr habe. Ui. Ich bin Wladimir. Nimm, was immer du brauchst. Boah, Alter, was ein Arsenal hat der Spacken denn hier? Der gehört schon mal mir. Filter. Sollen wir die Voltkanone mitnehmen? Weil die ist an sich ja ganz geil, ne? Komm, nehmen wir die Voltkanone mit, ne? Weil die automatische Schrotze war ja geil, ne? Aber hier so eine Kalasch, ne? Ist doch schon super. Soll ich nur sagen, das reicht auch schon. Wir sind in der nächsten Aufnahme. Bis dann, Leute.